Einen erfüllenden Tag. Und damit weitergekoppelt in diesem lustigen Spiel, das sich da Elder Scrolls Online nennt. Wir sind auf der Zielgeraden. Wir haben nur noch ein Verlies zu erkunden und das ist der Feuertopf, glaube ich zumindest. Und dazu reden wir aber erstmal mit dieser... Eine Reisende? Hier drüben! Ich kann da nicht allein hineingehen. Ziemlich braun gebrannten Hochelfe? Ja, glaube ich schon, oder? Oder Weitelf? Nee, Hochelf. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich auf jemanden wie euch gewartet habe. Uns bleibt nicht viel Zeit. Tarinore ist dort hineingegangen. Ganz allein. Sie ist schon so lange weg. Ihr muss etwas Grauenhaftes zugestoßen sein. Sie wartet schon lange. Ich meine, wir sind hier am Arsch der Welt, weit ab von jeglichen Wegen, wo irgendwann mal jemand vorbeikommt. Also, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn du hier noch 1000 Jahre gewartet hättest. Ich meine, ich bin explizit hergekommen, weil ich diesen Ort wirklich und wahrhaftig übersehen habe, nicht wahr? Wer ist Tarinore? Meine Frau. Wir sind zu dieser verfluchten Feuertopfhöhle gekommen, um Vulkesh-Absonderungen zu sammeln. Da wir nach gefährlichen Kreaturen suchten, schlug ich vor, dass wir jemanden zu unserem Schutz anheuern. Aber nein, sie sauste da rein, während ich noch plante, wie wir die Höhle durchsuchen sollten. Ähä. Ja, okay, gut. Schön. Was sind Vulkesh-Absonderungen? Geschmolzenes Gestein. Ah, ja. An der Oberfläche der Körper der Vulkesh zu einer Kruste abgekühlt. Tarinore und ich wurden angeheuert, um es zu besorgen. Aber das Gold, das man uns dafür bot, ist bedeutungslos, wenn Tarinore stirbt. Reisende, ich bin bereit, euch eine stattliche Summe zu bezahlen, wenn ihr dafür meine Frau rettet. Ja, schön, dass du so viel Geld hast. Ich meine, wir könnten das abkürzen und ich könnte das Geld einfach jetzt abholen, oder? Ich helfe euch bei der Suche nach Amtsol und Tarinoren. Hier hat einer der Einheimischen markiert, wo man im Feuertopf Lavaschlote findet. Dort sollten wir nach den Absonderungen suchen. Wenn wir die Absonderungen haben, können wir Tarinore überreden, den Feuertopf zu verlassen. Ich will, dass sie außer Gefahr ist, bevor ich hier eine Standpauke halte. Aha. Immerhin können wir jetzt die langstehende Frage beantworten, was eigentlich ein Vulkesh ist. Eine Seefahrerin in Gonfalon beschrieb sie als Kreaturen aus geschmolzenem Stein. Sie sagte, Vulkesh streifen die äußere Schicht Stein ab, wie eine Schlange sich häutet. Hier müssen haufenweise Absonderungen herumliegen, die nur auf uns warten. Aber Tarinore ging allein dort rein. Ja, und warum sind besonders alle, die sich absondern, die von Lavaschlote? Also so ähnlich sind die ja wie Echsen, oder? Ach, manche Einheimische sagen, sie hätten gesehen, wie die Vulkesh aus Lavaschloten stiegen. Die Schlote kratzen vermutlich an den äußeren Schichten der Vulkesh. Das hilft wohl, die Absonderungen zu lösen. Aha. Naja, gut. Und die Einheimischen haben schon gesehen, die sind überall, die Scheißviecher. Aber gut, jetzt sind doch die Vulkane, da sind sie wahrscheinlich überall. Von manchen Stellen auf diesem Berg aus kann man in den Feuertopf hinunterschauen. Jäger meiden diese Fenster für gewöhnlich, aber ein paar tapfere Exemplare halfen uns bei den Vorbereitungen für diesen Vorstoß in die Höhle. Jetzt liegt es an uns, an die Absonderungen zu kommen. Ah ja, na gut, denn... Was sind das für Absonderungen? Nun, Vulkesh sind Kreaturen aus Lava, nicht wahr? Die Absonderungen entstehen, wenn Lava mit Luft in Kontakt kommt und abkühlt. Für handwerkliche Zwecke nicht sonderlich geeignet. Aber geübte Alchemisten und Gelehrte sind sehr interessiert daran. So kamen wir auch zu diesem Auftrag. Ah ja. Na gut, dann sehen wir mal von deiner Frau. Das ist erstaunlich, wie oft wir so irgendwie... Obwohl, ich müsste mal eine Strichliste führen dafür, um das genau zu sagen zu können. Aber mir kommt es gerade so vor, als würden uns gleichgeschlechtliche Beziehungen öfter vorkommen als nicht. Aber wie ich so nachdenke, waren jetzt bis jetzt genau zwei Pärchen begegnet. Das eine war halt ein traditionelles und das andere ist jetzt nicht so traditionell. Jetzt ist natürlich die Frage, begegnen wir mehr lesbischen Pärchen als schwulen Pärchen? Das wäre nochmal richtig interessant, ne? Das könnte man dann auch als eine Art von Corporate Whitewashing verstehen, oder? Wenn halt dass man davon ausgeht, dass lesbische Pärchen mehr Akzeptanz haben als schwule Pärchen. Naja, wie dem auch sei, erzähl mir von eurer Frau. Tarinore? Ihr Geist dreht sich um Rätsel wie ein Blatt im Wind. Es ist schwer, da nicht mitgerissen zu werden. Das ist nicht das erste Mal, dass sie sich ohne einen Plan in Gefahren stürzt. Nur das erste Mal, dass sie es ohne mich tut. Hä?
Das ist aber irgendwie. Naja, man haben die zwei sich gefunden. Okay, warum macht es sich, wenn sie sich sonst so gerne in Gefahr stürzen? Das ist jetzt mehr Gefahr als sonst. Weil ihr verrückter Sport in diese größtenteils unerforschte Höhle voller Lava etwas völlig anderes ist, als sie in einer Mine in Glen Umbra kurz mal aus den Augen zu verlieren. Sie ist unbewaffnet, abgelenkt und desorientiert. Ich habe die einzige Karte, die wir angefertigt haben. Ich habe durch Zufall auch eine. Sie ist magisch und füllt sich von selber auf. Ich frage mich jetzt aber gerade so ein bisschen, das unbewaffnet, also ist das für eine bewaffnet? Bist du das für die Viecher halt wirklich aus Lava? Ich meine, wir haben halt irgendwie magische Schwerter in der Regel bei und gute Feuerbälle. Aber wenn du das halt alles nicht hast, wie genau machst du so eine Lava-Echse kaputt? Ich meine, so mit normalen Sperren und so Zeug. Wir sagten, also die meisten magischen Wesen sind ja nicht so genau wie so wie diese Fleischatronache zum Beispiel. Die kannst du ja einhaken, wie du willst. Das haben die irgendwelche Schwachstellen? Können die irgendwie erschöpft werden? Ich meine, je nachdem, wie unheilig die sind, verwenden die halt irgendwelche Muskeln, die man vielleicht durchschneiden könnte. Oder sie bewegen sich komplett reanimiert. Das ist mal wieder bei das Reanimieren von Leichen. Wie je näher du dran bist, desto besser funktioniert es, ob es anfällig ist. Wenn du jetzt zum Beispiel wie Stein, einen Steinhaufen als Golem machst, der ist ja quasi unzerstörbar. Du müsstest ihn ja seine Einzelteile zerbröseln. Oder irgendwie, ist halt. Und dann ist die Frage, wenn du einen Golem zerbröselst, bewegt sich ja nicht einfach der animierte Staubhaufen oder gibt es da irgendwie Grenzen für das ganze Unterfangen? Naja, gut. Warum müssen die Wirklich. Das habe ich noch gar nicht gefragt. Ja, warum müssen die so. Das hätte ich vielleicht als erstes fragen sollen. Wir sammeln das Material, für das uns unsere Kunden bezahlen. Ich weiß nicht immer, was sie damit anfangen oder warum die Kunden es brauchen. Aber da diese Absonderungen von Lebewesen stammen, vermute ich, sie haben wohl magische Eigenschaften. Wie hat alles magische Eigenschaften in dieser Welt? Da müssen wir jetzt echt mal. Ja gut, und sind die Dinger gefährlich? Ich meine, das sind Absonderungen von welchen Lavawesen. Wie gefährlich können die sein? Nur solange sie noch Teil eines Volkesh sind. Oder vielleicht, wenn ein verrückter Alchemist sie in die Finger bekommt. Aber ich befrage alle unsere Kunden, bevor wir ihre Aufträge annehmen. Wir arbeiten nur mit Handwerkern zusammen, die moralisch einwandfrei arbeiten. Wir müssen ja schließlich an unseren guten Ruf denken. Tja, was ist hier bei euren Kunden? Ja, ich glaube, man sollte nicht so viele Fragen stellen, oder? Leider nicht viel. Er ist ein Alchemist auf Sommers End. Und er ist interessiert daran, Tränke und Pulver herzustellen, die gegen Feuer schützen. Mehr mussten Tarinore und ich nicht wissen. Wir informierten uns bei anderen Leuten über ihn, nahmen den Auftrag an und kamen hierher. Ja, okay, gut, dann auf hinterher. Wir finden das schon. Betretet den Feuertopf. Sengende Schatzsuche. Okay, wir wussten bereits, dass die Quest so heißt. Laut örtlicher Legende kommt jeder, der den Feuertopf roh betritt, gut wie durch wieder heraus. Aha. Sengende Schatzsuche. Notiere ich mir hier gerade. So. Dieser Ort ist erstaunlich offen dafür, dass wir gerade in einer Höhle sind. Hier drin ist es noch heißer, als ich dachte. Wir sollten die Absonderungen und Tarinore schnell finden, bevor es zu spät ist. Hier sind übrigens noch Flammenatronache, um die würde ich mir mehr Sorgen machen. Aber die sind alchemistisch natürlich ziemlich interessant, weil sie droppen, zumindest in Morrowind und Skyrim. Oblivion weiß ich wahrscheinlich nicht, Oblivion auch. Sie droppen zumindest Feuersalz, was eigentlich ganz geil ist, weil die sind. Ich sehe Tarinore nirgendwo. Aber da sind ein paar der Absonderungen. Meint ihr, sie sind genug Oh, die sind hochwertig. Das wird Tarinore freuen. Wir müssen 12 Stück davon? Wir müssen sie finden. Ja. Wir müssen 12 Absonderungen finden. Das ist ja fast genauso schlimm wie gestern die unerschrockene Quest, die ich für Isubel gemacht habe. Da musste ich 10 Dwärmerteile finden in diesem komischen Ort von der Fix Armatur an der See, die ich erzählt habe. Und das war auch die Hölle. Wie genau existiert dieser Ort? Also, das ist. Das war, glaube ich, der große Vorteil des Dingens-DLCs. Da mussten sich um sowas keine Sorgen machen. Die Dinge haben sie einfach kommentarlos nochmal übernommen aus. Absonderungen, die wir einsammeln können, aber keine Spur von Tarinore. Irgendwie hätte ich gedacht, dass Tarinore auf mich wartet. Aber wir haben sie überhaupt nicht gehört. Naja, was ich ja nicht gerade sagen wollte von Fernhafen. Da hatten sie auch diese Viecher, die oben rumstanden. Ich denke, sie hat ewig fertig draußen vor der Tür gewartet. Wer soll denn da auf dich? Okay, wir springen da nicht runter. Auf jeden Fall, da war das halt total logisch, dass die Gegend so aus. Warum sehe ich denn jetzt da hinten irgendwie. Was? Warte, welche Stadt soll das bitte schon sein, die ich jetzt da durchs Fenster sehe?
Achso, das ist Castelnavir. Sehe ich natürlich durch dieses. Es ist halt so unlogisch, dass es diese Höhlen überhaupt irgendwie so gibt. Ich meine, wer hat das Design? Das ist halt irgendjemand dachte sich. Eisenatoma. Irgendjemand dachte sich, wir bauen hier total cool aussehende Höhlen und Dings. Und das passt halt überhaupt nicht ins aus. Ich meine, das ist hier nicht TARDIS, das Ding. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat das verantwortet? Das waren die Kobolde hier. Weil diese haben die so rotblendende Augen. Ist überall eigentlich irgendwelche Boni für einen WD-Raum so? Ja, anscheinend nicht. Zumindest haben wir jetzt gleich 6 von 12 Vulcash-Dingern. Kann ja nur gut werden. Ich habe immer noch keine Spur. Ich meine, so viel Lava wie hier ist, wären die Chancen auch ganz gut, dass wir am Ende nur noch Feuer finden. Das ist der letzte Schlot, den ich in diesem Abschnitt markiert habe. Aber nirgends. Harinore ist wohl in die Senke dort unten gegangen. Wir hatten abgemacht, dass wir dort nicht hinuntergehen. Was hat sie sich nur dabei gedacht? Ja, vielleicht hat sie gemerkt, dass wir nur die Hälfte haben. Also das, die Chancen sind immer noch offen, dass ob wir eine Leiche finden oder nicht. Aber was wir auf jeden Fall finden, ist eine Menge Feueratom nach und keine. Also das Ding ist, es ist halt so viel Lava hier. Es kann natürlich sein, dass unsere Feueratom nach halt so lange raufgefeuert hat, bis nicht mehr Asche übrig geblieben ist. Das ist ja komplett möglich, ne? Na gut. So, kann ich jetzt mit ihr nicht nochmal über die Geschichte hier reden? Nein, die ist nicht verkehrt. Ich wusste, dass es hier drin heiß wird. Aber das ist übertrieben. Hatte Harinore überhaupt Wasser dabei? Suchen wir nach meiner Frau und den Absonderungen, die wir brauchen. Schnell! Natürlich. Die Absonderungen, die wir brauchen. Ich hoffe, Harinore hat einfach 6 Stück bei. Weil es geht hier gleich das große Ruhm. Naja, es geht jetzt so. Da vorne ist Kämpfen, aber das wäre viel zu dynamisch für dieses Spiel. Also wird es ja wahrscheinlich eher nicht sein. Hey, da hinten sind mehr Vulcash. Harinore! Steht auf! Wir gehen, solange ihr noch könnt! Wartet, seht ihr den großen Schlot dort? Ohne die Absonderung um ihn herum gehen wir nicht. Ich kenne Esel, die weniger störrisch sind als ihr. Reisende, bringt diese Idiotin zur Vernunft, bevor ich etwas tue, das ich später bereue. Sie hat die Stimme eines 13-jährigen Kindes gekriegt, das ist ja auch bloß etwas. Hat sie noch was zu sagen? Sobald ich Harinore hier rausgeschafft habe, muss ich mit ihr ein Wörtchen über ihre schwachsinnigen Pläne reden. Könntet ihr sie fragen, was sie zu ihrer Verteidigung zu sagen hat? Ich muss darüber nachdenken, wie ich sie hier rausbekomme. Naja, ich hau die Viecher um und danach geht ihr ganz normal. Hallo, Harinore, grüß dich. Hätte ich gewusst, dass jemand wie ihr vorbeikommt, wäre ich wohl nicht allein hier reingelaufen. Na, vielleicht ja doch. Unser Leben ist nicht, wie ich es Vinilsare versprochen habe. Das werde ich ändern. Egal, wie gefährlich es auch sein mag. Sie hat sich anscheinend das Knie gestoßen. Ich habe mich auf einem Felsvorsprung ausgeruht, als die Steine unter mir wegbrachen. Vinilsare wird mich wahrscheinlich zu einem Heiler schleifen. Sie wird mir sagen, dass sie wusste, wie gefährlich diese Höhle ist. Ich kann es nicht ausstehen, wenn sie recht hat. Tja, hat sie auch so ein Recht, dass ich zurückgewiesen habe, um die ganzen Absonderungen zu gehen. Ich meine, die habt nur die Hälfte. Ich bin nicht. Vielleicht könnte Vinilsare ja doch recht haben. Aber unser gemeinsames Leben hängt von diesem Auftrag ab. Mangel an Münzen in unseren Taschen schadet unserer Ehe jetzt schon. Bitte, sagt mir, dass ihr diese Absonderungen holt. Ja, ich hole die Dinger schon. Super. Danke. Vinilsare vertraut euch. Ich lege die Hoffnung unseres gemeinsamen Glücks in eure Hände. Ich drücke uns die Daumen, dass ich heute nur bereuen werde, von diesem Felsen gefallen zu sein. Das vielleicht nur, dass du noch ein No Pressure hinterhergesetzt hätte. Kommt! Bringen wir euch hier raus, bevor ihr euch noch mehr Brandwunden holt. Die Maschine ist ja einfach raus? Oh, guck mal, die Vulcash ist wieder da. Was? Esko der Biermod? Oh, die sind anscheinend tot. Na gut, das macht das hier wesentlich leichter, aber ich glaube, ich muss Esko der Biermod leider trotzdem liegen, sonst wird das hier schwierig für mich, die Quest zu erfüllen, ne? Weil, die Quest vielleicht schon, aber der Dungeon ist tatsächlich erfüllt, ne? Wenn ich das nicht mache. Da hinten ist direkt ein Schnellausgang, aber das ist natürlich überhaupt nicht akzeptabel. Verlasst Feuertopf? Ne, jetzt muss ich leider darauf warten, es hier zu legen. Ich habe auch noch ganz vergessen, den Dings zu holen, den Kristall. Das ist natürlich auch ein Ärger, ne? Ja, Moment, da setze ich mal intelligente Schnitttechnik ein. Meine intelligente Schnitttechnik besteht übrigens darin, dass ich eigentlich nur die Aufnahme pausiere, aber trotzdem, ich bin mal wieder sehr beleidigt von allein, wie das hier aussieht. Hier ist vor allem noch ein Hatschmutter drin. Ich meine, was ist das für ein riesengroßes Loch in der Höhle? Man möchte meinen, das würde auffallen. Ich brauche Heilung. Das war erstaunlich schwierig, hier bis zu diesem Kristall zu kommen, ne? Bis zu dieser Himmelsscherbe. Ich musste einige Umwege auf mich nehmen. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Also es gab schon schlimmere.
Und irgendwie hat es super entschärft, wie auch immer das passieren konnte. Also irgendwie Funk immer besser darin, Gegner alleine umzukriegen. Naja, sie wird schon wieder darüber hinwegkommen, nehme ich mal an. Juli, dann müssen wir mal unseren Wurf gestehen. Kann ich eigentlich einfach runterspringen und mich dann einfach wiederbeleben? Ich meine, dafür geht es zwar mal meine Außen. Und ich kann hier runterkraxeln, ne? Haha. Ich hätte mich vielleicht unterwegs heilen, aber wir brauchen das schon. Blub. Blub. Das Problem ist, dass die lustigen Bosse hier immer noch nicht wieder gespawnt sind. Das ist natürlich sehr ärgerlich, ne? Das macht sehr schwierig, sie zu legen. Na gut. Oder? Um jetzt da rauszufeuern? Aua. Was wird denn dieser Atronach eigentlich von mir? Atronach, nicht? Antronach. Ich sag, ich habe vorhin mal Atronach gesagt. Das war natürlich falsch. Na gut, warten wir kurz ab, bis dieser Boss da ist, damit ich das hier richtig beenden kann. Und da ist er schon. Das hat eine Sekunde gedauert. Ja. Gut, hauen wir das viel schnell um. S-Grund der B-Mod. Der übrigens auch nur 230.000 Lebenspunkte hat. Ich möchte daran erinnern, dass nur 15 Mobs, die irgendwo rumrennen, teilweise 130.000 Lebenspunkte oder so haben. Ah, danke dafür. Das ist wahrscheinlich. Danke dafür? Habe ich geheilt? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Spiel normalerweise nicht anzeigt, wie viele Lebenspunkte die Gegner haben. Obwohl dieser große Boss-Bike, der, glaube ich, zeigt das immer an, oder? Nur der kleine. Hat es normalerweise nicht. So. Das hat tatsächlich meine Beziehung verbessert. Erzählt das als Bereichsboss? Ich meine, das ist nur ein kleines Plus, aber trotzdem. Na gut, okay, dann haben wir jetzt in der Forschung des Feuertops abgeschlossen. Hohe Höhlenforschung von Hochhänzen. Das war nämlich der letzte Dungeon, den ich machen wollte. Ist es nicht großartig? Das ist nämlich zu Komplettierungszwecken ist das hier ganz großartig. Gut, dann reden wir mal mit den beiden. Mit ihrer tollen Liebschaft hier. Die ja ach so doll läuft. Ah ja, ihr Knie geht's besser, wie es aussieht. Reisende, ihr wart im Feuertopf und habt das Heil überstanden. Damit wären wir schon zu zweit. Ja, aber ich bin halt habt recht. Habt ihr die Absonderung? Venilsaris Instinkte sind besser als die meinen. Danke. Ihr habt unser Leben gerade zum Besseren gewandt. Was ich doch alles mit diesen Absonderungen vorhabe. Oder ich könnte einfach beide umbringen und mehr Gold schnappen und die Absonderung selber verkaufen. Just saying. Nun denn, da wären wir. Halbwegs froh, nicht wirklich munter, aber definitiv noch am Leben. Habt ihr die Absonderung? Ja, hab ich. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Dank euch ist Tarinore noch am Leben. Und wir haben mehr Absonderungen, als unser Kunde will. Nehmt das hier. Mehr kann ich gerade nicht aufbringen, angesichts Tarinores Zustand. Was sind Teiler so teuer in dieser Welt? Okay, Panzerschuhe des Vulkesh-Zerstampfers. Schwere Stiefel, die ideal für Magmais Umgebung und Expeditionen zur Vulkesh-Jagd sind. Okay, ich kann es abschließen. Passt auf euch auf. Dieser Archipel ist gefährlich. Das können meine Frau und ich bezeugen. Das Ding ist, wir sehen jetzt übrigens diese Frage, was wir jetzt als nächstes tun. Die kommt ja so wie jeder Quest vor, oder? Ob die Spieler sich das so oft gewollt haben? Wir müssen uns um Tarinores Wunden kümmern. Alter. Und ich könnte etwas für meine Nerven gebrauchen. Aha. Und danach? Jemand muss die Absonderungen sortieren, ein Lager errichten und unseren Proviant für die Nacht sammeln. Ja. Okay, wie schwer ist sie denn verwundet? Das ist von, die hat sie alleine rausgeschafft. Wie schwer kann sie wirklich verwundet sein? Sie wird es überleben. Aber die Heilung braucht Zeit. Wer weiß, wie lange wir hier bleiben werden. Ich habe vor, so bald wie möglich ein Schiff in Richtung Sommersend zu nehmen. Dieser Archipel ist wunderschön, aber nichts kann es mit der strahlenden Insel aufnehmen. Okay, der Kunde? Ich meine, die wird den Scheiß ja verkaufen. Das wird er wohl müssen. Niemand sonst ist verzweifelt genug, hierher zu kommen und wohl Cash-Absonderungen zu sammeln. Außerdem ist uns unsere Gesundheit wichtiger als seine Meinung über uns. Wir warten, bis Tarinore sich erholt hat, bevor wir aufbrechen. Ah ja, was hat sie noch zu sagen? Letztes Wort? Dank euch können wir unseren Kunden zufriedenstellen. Ich weiß, dass ihr besorgt wart, aber mir geht es gut. Ich muss mich nur ein wenig ausruhen. Ihr hattet Glück. Woher weiß ich, dass ihr euch beim nächsten Auftrag nicht wieder kopfüber in die Gefahr stürzt? Keine Sorge, ich habe meine Lektion gelernt. Nächstes Mal achte ich darauf, wohin ich trete. Ich traue Leuten nicht, die sagen, dass sie ihre Lektion gelernt haben. Dank euch können wir unseren Kunden zufriedenstellen und haben sogar noch ein paar Waren übrig. Wir können uns neue Kunden suchen, unser Netzwerk ausbauen, mehr Aufträge annehmen, den Grundstein legen für ein Leben voller Reichtum und Abenteuer. Aua. Die Stimme macht mich übrigens echt fertig.
ganz ehrlich, die passt halt zu dieser Art von Person überhaupt nicht. Meine Begeisterung, ja, okay, aber irgendwie passt es nicht, ne? Na gut, das war das nicht. War das die ganze Zeit Ihr Plan? Es war mein Plan, seit ich Vinil Sare traf. Aber die Aufträge, die wir annahmen, waren unzureichend. Es gab nicht genug Waren, um unseren Kundenstamm auszubauen. Alle reichen Handwerker hatten bereits ihre eigenen Quellen für seltene Materialien. Ja, gut, dass sie nie auf die Idee kommen, einfach illegal zu fahren, ne? Na gut, und du meinst, dass die Absonderung würden andere Leute überzeugen? Klumpen von Vulkangestein werden dafür nicht reichen. Damit werden wir nur die Liste unserer Kunden erweitern und schnell ein wenig Gold verdienen können. Nein, sie werden es sich anders überlegen, weil unser Ruf davon enorm profitieren wird. Immer wenn jemand ein seltenes Material braucht, wird er an uns denken. Aha, und was hält sie von dem Plan? Ich erzähle ihr davon, sobald sie sich beruhigt hat. Vinil Sare ist deutlich besser im Anwerben von Kunden als ich. Wir sind ein Team. Sie schafft es irgendwie, an Aufträge zu kommen, und ich sorge dafür, dass wir sie erfüllen. Ihr gefallen meine Methoden nicht. Ganz besonders jetzt nicht, aber es war das Risiko wert. Ja, natürlich war es das wert. Okay, gut, das war also diese tolle Quest. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.